hier. Okay. Ja, aber Scooey hat für immer mein Herz erobert, sozusagen. Das ist, ich war ihm so dankbar, oder ich bin ihm noch so dankbar, dass er damals meine Aktion wenigstens noch ein bisschen zum Erfolg geführt hat. Er war ja der Einzige von den 5 Hanseln, die ich angeschrieben hatte, der überhaupt geantwortet hat und auch noch positiv, sozusagen. Werde ich ihn niemals vergessen. Das ist, der Mann hat für immer einen Stein im Brett bei mir. Ingame-Zipfelklatscher, wieso? Ach so, du nennst dich Ingame-Zipfelklatscher. Ach so, ah, okay. Okay, werde ich... Werde ich machen, Knolle. Aber ich glaube, die kriegen so dedizierte Server von PSG. Nicht immer. Ich glaube, im letzten Dings hatten sie keine. Oh, hier, da hinten, Junge. Hier fällt einer tot um. Da schreit sich da hinten am Bunker und skefft die Seele aus dem Leib. Er boost sozusagen. Es hat sich irgendwo geraschelt, aber frag mich nicht. Normal, normal, живем, пацаны. Normal, normal, sagt er. Jetzt latscht er wieder weg. Hat er nochmal einen rausgedrückt? Nochmal ein. Manchmal rascheln die Büsche nach irgendwie. Da hat er sich nochmal einen aus dem Kreuz geleiert. Danke, Olli, für dein Geschenk. Danke, Knoller, für dein Geschenk an Olli. Da ist er, hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt welche hat. Ich weiß, im letzten Turnier hat er keine bekommen. Aber sie müssen, glaube ich, schon mal mich gehabt haben. Ey, was wird denn das hier? Alter, jetzt habe ich ja... Jetzt bin ich aber wieder verbeilt gewesen. Ich war einen toten Spieler abgenommen. Vorbei. Ist denn das die Möglichkeit? Eine RFP, du sagst es.
weiß nicht mehr, die habe ich irgendwann mal einem abgenommen. Die lag jetzt hier eine Weile rum bei mir. Und jetzt dachte ich, oh, spiel mal das Teil. Ja. Geiler Sound, schießt sich auch gut irgendwie. Fühlt sich gut an. Ja, mit dem Schalldämpfer, das macht schon. Macht auch nochmal was aus. Was mich wundert, ist, dass halt vom Skeff-Bunker noch keiner rübergeschwappt kam oder vom Bears-Camp. Theoretisch könnten uns jetzt auch welche hier vom Dorf entgegenkommen. Falls die nicht weiter zur Sägemühle gerannt sind. Ich habe den Rucksack eigentlich bloß mit, weil ich nicht wusste, wo ich ihn hin tun sollte. Ich kann auch gar nicht mal looten, weil ich... Alter, hat er sich umschlagen. Das war doch ein Spieler, oder? Er hatte die Rechnung... Boom, Headshot, genau. Aber direkt, Junge. Danke, Olli. Da hat er direkt eins in die Fresse gekriegt. Naja. Wenn er so ankommt wie ein Stier, das ist... Dann lasse ich mich nicht betteln. Danke für die 25 Bits, Olli. Aber ich finde es, ich sag mal, ich finde es human, so jetzt die 24 Pits, denke ich schon. Oder es ist, ich habe eine Tussi gesehen da, die hat das auch angeboten. Die hatte 2000 Bits für einen Sound sozusagen. Irgendeinen Song oder was du da abspielen konntest. Aber überleg mal, ich habe irgendwann mal gesagt, das wären 15 Bits. Euro, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, für 7 Euro paar zerquetschte kriegst du 500 Bits. Das sind mal 7, das sind 30 Euro sozusagen. 30 Euro, die für einen Sound-Alert haben will. Das ist doch irrsinnig, oder? Also manche wollen irgendwie auf Teufel komm raus hier zur Kohle kommen. Der ist geil, der ist wirklich geil. Penis ist auch gut, ja. Oh, der Furz hat's richtig in sich. Also ich muss sagen, hätte durchaus meiner sein können, ist es aber nicht. Habe ich gerade festgestellt, bin ich wieder nur mit euch am Quatschen. Ich komme hier gar nicht richtig voran, aber das ist das. Also es war wie damals so zu Diablo 3 Zeiten, wo ich dann angefangen habe, so mit den Leuten zu zocken und Teamspeak und so einen ganzen Scheiß. Am Ende ging es irgendwie uns gar nicht mehr so richtig ums Spiel. Also das Spiel war halt wirklich... Penis! Penis, Junge! Das sage ich dir! Danke, Leute. Ging es halt nur um die Quatscherei. Dass wir uns treffen, zusammen quatschen. Das Zocken war halt... Ja,
Nebensache sozusagen. Das war eine schöne Zeit. Wir waren ja, glaube ich, wann war das? Ich glaube auch schon wieder 3 Jahre her. Kaffee. 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 So, ich glaube, ich muss noch einen Sound. Ah, es echt, Leute, mir fehlt echt die Zeit. So, ich müsste hier noch einen Sound, kann ich noch für Kanalpunkte. Kann ich ja 5 Sounds anbieten. Aktuell habe ich bloß 4 drin, muss ich nochmal suchen. Ich muss Emotes machen und den ganzen Scheiß. Vielleicht mache ich mal sowas wie Scooby, da hat er ja auch mal gesagt, so. Ich sag nur Kaffee. Kaffee. Steht hier, hilft mir auch, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt geht's eigentlich wieder durch das Quatschen und so. Scooby hat ja auch mal angefangen so mit so einem Shoutout. Da hat ein paar Leute gesucht und so. Vielleicht sollte ich das mal machen, dass man vielleicht doch mal irgendwie was. Nicht so wie Scooby, natürlich nicht. Das würde ich nie hinkriegen, weil dazu fehlt mir einfach die Zeit. Also hier rannte gerade einer. Ach so. Hält wach. Mich glaube ich nicht irgendwie. Diese scheiß Granate. Hat da jetzt einer auf mich geschossen? Also bei der Granate wusste ich jetzt nicht. Hat er hier wirklich die Granate geschmissen oder wart ihr das? Aber irgendwie habe ich trotzdem sowas wie einen Schuss gehört. Danke, Knoll, jedenfalls. Das klang wie ein Schuss ins Holz. Moin. Moin, Benji ist da. Geil. Böser. Hi. Cool. Was alles du? Senkrecht. Sag mal was, alles was? Alles senkrecht. Ja, ich muss die ein bisschen leiser machen. Warum auch immer. Okay, hallo. Ja, schön. Alter, das ist ein Wind, ey. Der Wahnsinn, oder? Ey, geht mir richtig auf den Sack langsam. Aber die Steps waren drüben auf der anderen Seite, da von wir von Richtung Dorf, wo wir gekommen sind. Ach, das kann dieser Sound gewesen sein. Den ich gehört habe, wo ich dachte, es schießt einer ins Holz. Was haben wir nur für Exits? Ich glaube, wir müssen Outskirts raus, ganz und gar.
Ich hasse das, Alter. Wenn du dort spawnst, hast du trotzdem Outskirts als Exit. Das ist doch macht. Da ist schon wieder einer gerannt. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Also von dem Spawn zum Outskirts ist es doch viel näher als bis hinter noch so ein UN-Rotblock oder Old Station oder so. Jetzt kann ich ja nicht so einen scheiß Weg zurücklaufen. Scheiße. Ich dachte, ich hätte ihm eine gedrückt, Mann. Ach komm, hör doch auf, Alter. Du willst mich doch verarschen. Ohne Witz. Der hat mich niemals gehört. Der rennt da rum, macht einen Lärm, weißt du, und kommt um die Ecke und holt mich. Mhm. Im Leben nicht. Amtu, grüß dich.